Ja, moin wieder aus Flintbek bei Kiel. Heute haben wir von Garmin ein neues Gerät. Das ist der Echo Map Ultra. Und zwar in der 10 Zoll Version. Das ist die 102 SV Version mit einem Geber, der drei Funktionen hat. Und das möchte ich jetzt mal zeigen, was da alles dabei ist. Hier kurz noch liegen habe ich, was nicht dabei ist, nämlich ein Seekartenmodul. Das ist jetzt ein Vision-Modul 021R. Das ist das hier vor der Haustür. Deutsche Ostsee und so weiter. Könnt ihr auf unserer Seite sehen, welche Abdeckung das hat. VEU 021R heißt das Modul. Und zwar in der BlueChart G3-Version. Und da auch die Vision heißt die höher auflösenden Karten mit Landsachen und sowas. Aber G3. Nur das einmal für den Plotter. So, wir haben hier. Da seht ihr das Ultra 102 SV plus Transducer. Was sehen wir hier auf dem Bild? Wir haben einmal ein Seekartenbild. Wir sehen hier ein Fischfinderbild. Das ist High-Wide-Chirp-Bild, also hochauflösend mit der Chirp-Technik. Ziemlich breiter Sendekegel. Dann haben wir das da unten gucken, Down-View. Heißt hohe Auflösung, realistische Auflösung nach unten. In diesem Bild werden die Fische und Differenzen und kleine Echos übertrieben. Da wird es reell angezeigt. Das heißt, wir können hier zum Beispiel solch einen Busch sehen, der hier als Fischschwarm übertrieben angezeigt werden würde. Ja? Seht ihr den Unterschied? Ja? Man kann das gut unterscheiden dann. Und wir haben auch die Side-View, also wir können nach rechts und links scannen. Das hängt natürlich jetzt immer von dem Geber ab, den man da drin hat. Wir haben hier dabei den GT54 UHD-Geber. Der kann nämlich genau Down, Chirp, High. Down Vue und Side Vue. Drei in eins Geber. Ich muss mich auch konzentrieren. So, hier sehen wir nochmal die Daten, genau die Frequenzen können wir hier drauf uns angucken. High Wide Chirp ist dann von 150 bis 240 Kilohertz. Dann haben wir Ultra Clear Vue nach unten in den Frequenzen, in der Frequenz. Und Side Vue haben wir dann da in den Frequenzen. Natürlich 10 Zoll Display ist in diesem Fall diese Version. Bildschirmauflösung sehen wir hier, was das alles für Active Captain kann ich daran schon, übertragen, Daten übertragen und sowas und Updates machen. Er hat auch eine Ant-Technik eingebaut. All solche Sachen, das Gerät kann halt sehr, sehr viel. Und nachher werden wir sehen, hinten die Rückseite, was man anschließen kann. Und da sehen wir mal die Seitenansicht, das ist nicht so doll. So, und jetzt habt ihr euch bestimmt gefragt, wie sieht das Ding aus? Da schaue ich doch mal in den Karton rein. Na, komm rauf. Also, dann packen wir das doch mal aus. Wir haben als erstes das Gerät. Da ist einmal die Abdeckkappe. Und dann haben wir es hier ordentlich eingepackt. Das haben wir wirklich gut gemacht. Gut geschützt, das Gerät mit Styropor oder so einem Schaum hier an der Seite. Wir haben hier einmal das 10 Zoll Display. Hier drin neben noch ein paar Tasten. Ein Aus, Plus, Minus und 1, 2, 3, 4 Schnellfunktionstasten. Unten kommt das Seekartenmodul rein, hatte ich euch gerade gezeigt, welches da vor der Haustür in Frage kommt. Das ist die Seitenansicht, sehr schmal das Gerät, also wirklich kompakt gehalten. So, was seht ihr jetzt hier hinten? Sehr überraschend, hier sind nur einfach vergoldete Stifte dran. Könnt ihr das gut sehen? Ich schalte das mal ein bisschen, dass es im Licht spiegelt. Hier sind zwei Reihen mit goldenen Stiften. Und da kann man natürlich wirklich mit Kabeln was anfangen, aber die Auflösung gibt es später. Ja, das ist das Gerät, 10 Zoll Display und mit Abdeckkappe. Dann ist noch dabei im Lieferumfang natürlich eine Anleitung, eine kurze Anleitung in Deutsch, natürlich auch ein bisschen was, aber online findet ihr deutlich mehr, die detaillierten Handbücher. Dann haben wir hier eine Schablone, wenn wir es aussägen möchten und in die Wand einbauen möchten. Sehr schönes Feature von Garmin ist auch hier unten die Stichsäge abzubilden. Also, hier die Maße, könnt ihr euch aufschneiden. War natürlich Spaß, ist klar. Und dann in die Wand einbauen. Und dann haben wir hier ein großes Zubehörset. Das muss ich hier einmal aus dem Karton rausholen. Und hier drauf, dann nehmen wir mal den Karton runter, damit ich hier ein bisschen Platz habe. Und das auch. So, das ganze Zubehörset. Damit kommt wirklich viel Zubehör mit dem Gerät. Was wir natürlich haben, ist ein Stromkabel. Klar, hier einfach 12 Volt Stromkabel. Könnt ihr hinten anschließen. Zeige ich euch gleich noch wo.
Dann haben wir hier ein paar Ferrite, die da rumkommen. Das ist immer, wenn Störungen an Bord passieren oder ähnliches. Dann haben wir hier ein Set mit dem Geber. Das ist ja dieser 54er Geber, von dem ich gerade gesprochen habe. Komme ich auch gleich zu. Zeige ich euch gleich nochmal, wie das aussieht. Und dann haben wir hier, und das ist wirklich pfiffig, einmal ein Rückseitenteil, wo diese ganzen Stecker, die ihr gerade auf dem Bild gesehen habt, dran sind. Da kommen die ganzen Kabel, hier Ethernet und Geber und NMEA 2000, Stromkabel, all sowas wird da hinten rangesteckt. Das ist jetzt auch der Drehhalter, den ich hier mit Rändelschrauben lösen kann und dann auch, na, wenn ich es ein bisschen weiter löse, kann ich ihn auch kippen und mir einstellen und wieder festziehen. Und von vorne sieht das Ganze jetzt so aus. Erstmal noch nichts zu sehen, hier unten ist so eine Kehle und hier oben ist so ein schwergängiger Hebel, ne? Den man denn da verwenden kann zum Einrasten. Unter diesen Kappen verbergen sich jetzt die Gegenkontakte, die ich euch gerade beim Display gezeigt habe. Hier sind die Buchsen, die dann natürlich hier hinten auf diese ganzen Stecker und so geführt werden. Heißt für euch, wenn ihr vom Bord geht, könnt ihr den Halter stehen lassen. Die Deckel drauf, dass es da nicht drauf regnet. Ihr könnt ja auch vergessen, den Strom auszuschalten und sowas, ne? Dass da keine Spannung drauf liegt, macht einfach die Deckel drauf und dann kann es wieder ab. So, und wenn ich jetzt an Bord komme, nehme ich das Gerät von unten oder bringe es aus dem Auto mit, setze das hier unten rein, das klackt hier rein. Jetzt habe ich hier hinten die Möglichkeit, wenn ich hier das reindrücke, na, komm her. Hey. So, dann kann ich das hier reinhängen und so runterdrücken. So, bis es fest ist. Damit sind jetzt die Kontakte hinten in der Rückseitenplatte drin. Und ich drehe das mal, dass es auch steht hier auf dem Tisch. Und habe jetzt ein ganz normales Gerät, aber mit dieser Abnehmfunktion, was sehr schön ist dabei. So, jetzt habt ihr das Gerät mit den Steckern hinten. Hier ist diese Mechanik, habe ich euch gerade, war hinterm Gerät, zeige ich euch gleich nochmal. Und diese Abdeckkappen, die später die Kontakte schützen, wenn da Spannung drauf liegt und dass keine Elektrolyse rankommt. Aufbaubügel, Einbau hatte ich euch gezeigt, war hier mit den Löchern möglich, dann braucht ihr das Ganze natürlich nicht. Dann nehmt ihr nur den Halter da dran und habt dann die Kontakte, lasst den Bügel weg. Und dann braucht ihr noch, das ist auch dabei, diese Gummidichtung. Die sind auf dem Streifen, werden hinten drauf geklebt und dann wird es dicht eingebaut. Aber ich denke mal, für dieses Gerät ist es wirklich sehr schön gemacht mit dieser Klick-Rückwand, so dass ihr das vom Bord nehmen könnt, dass es nicht geklaut werden kann und das Ganze auch sicher verstaut werden kann ins Auto oder unter Deck. Gut, das ist das. Was ich euch jetzt noch nicht gezeigt habe, ist der 3-in-1 Geber. Dazu kommen wir jetzt. Da muss ich noch mal ein bisschen Platz machen. So, dieses ganze Zubehörset packen wir das einmal aus. Und diese Anleitung, das ist jetzt der Geber. Wir haben hier einmal den Geber, so lang, eiförmig, das hat so ein Ei-Profil, ja. Hier oben sind Löcher zum Aufschrauben an den Heckhalter oder durch irgendwas anderes durch. Wenn ihr euch selbst was baut, habt ihr hier Gewindebuchsen. Könnt ihr was selbst was eigenes machen, aber auch den Winkelhalter, ich euch gleich zeige. Hier ist ein Kabel dran, wieder wie Garmin üblich, oranger Stecker. Na, ich zeige euch das mal, wo kommt es ran? An den orangen Stecker. Ja, das ist also ziemlich einfach. Gegebenenfalls Verlängerungskabel, technischen Daten findet ihr bei uns. Und das ist jetzt der GT54UHD-TM. TM steht für Transmount, sprich Heckgeber. Und dieses UHD ist die Ultra High Definition, ist die hohe Auflösung des Fischfinders mit gemeint. Ja? Das ist der hochauflösende. Dann haben wir hier noch eine Durchführung, wenn wir das Kabel irgendwie hinter Deck durch den Spiegel führen möchten. Wir haben hier das Teil, was hier drauf kommt mit dem Winkel. Ja, ihr glaubt mir das, das wird hier einfach reingesteckt und ist ein Winkel dran. Oder ich habe hier noch eine Unterbausache, wenn ich es irgendwo unterkleben will, ich kann das auch dann
mit so einem Bügel, wo wir einen Elektroaußenborder machen. Und das ist dann der Spiegelheckhalter, der hier reingreift. Ja, also das kennt ihr aber von allen Gebern. Ist eigentlich genau gleich bei allen. Und dann haben wir noch einen Clip, um das Kabel hier dran und zu verklicken, dass es auch nicht abfällt, wenn ihr wild rumfahrt oder euch die Wellen euch bewegt. Ja, das soweit zum Lieferumfang des Garmin 102 SV EchoMap in der Ultra-Version. Und mit dem Spiegelheckgeber im Set, Halter hatte ich euch gezeigt, Aufbaubügel, Stromkabel, Anleitung. Ja, ein sehr schönes Gerät, sehr flexibel, ordentlich großes Display. Seekarten, wie gesagt, extra und dann könnt ihr loslegen. GPS-Antenne ist eingebaut, Ende Jahr 2000 könnt ihr Geräte anschließen, Motordaten, Tanks, alles sowas. Fragt uns einfach, ruft uns an, wenn ihr da was anschließen wollt. AIS kann das Gerät natürlich. Seekartenmodul macht Sinn, dass ihr was im Hintergrund liegen habt. Jo, ich glaube, das habe ich auch genug erzählt zu dem Garmin. Gut, okay, dann bis zum nächsten Video. Wenn ihr das mögt, unten ein Like und Daumen hoch.